1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema klingt im ersten Moment ein bisschen medizinisch, aber wir wollen heute keine reine Medizinsendung hier machen. Das Thema heißt HNO, Hals, Nase, Ohren. Ich möchte gerne mit euch über diesen gesamten Bereich reden. Über Hälse, über Ohren und über die Nasen. Über Krankheiten, die diese Region betreffen natürlich auch. Über Erotik, über allerlei erotische Dinge, die man gerne in diesen und mit diesen Regionen tut, aber auch mit ungewöhnlichen Sachen. Beispielsweise, vielleicht ist jemand von euch Ohrenstäbchen-Fetischist. Oder was habt ihr, Stichwort Nase, schon extrem Schlimmes gerochen, wo ihr gar nicht ausweichen konntet? Was habt ihr schon essen müssen, was extrem unangenehm schmeckte? Stichwort Hals und Runterschlucken. Oder vielleicht will jemand etwas von einer Stinknase erzählen. Und so weiter und so weiter. Das Thema heute Nacht heißt HNO, Hals, Nase, Ohren. Also wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, über diese Regionen, dann ruft an oder mailt. Ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin gespannt, was wir jetzt heute alles hier hören werden. Und es geht los mit Martin. Und Martin ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, grüße dich. Hallo Martin. Jürgen, ich war 10 Jahre lang nasenspray-abhängig. Nasenspray-abhängig? Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr unangenehm, ne? Das ist sehr unangenehm. Wie fing das denn an? Das fing an, ich habe sehr starken Heuschnupfen und meine Nase war ständig verstopft und bei der Arbeit hat mich das so behindert und ich konnte nachts kaum schlafen. Ich habe es dann immer wieder benutzt und irgendwann war das so ein Kreislauf, die Nase schwoll nur noch zu und man hat es dann täglich benutzt immer. Ja, vermutlich sehr starke Sprays, intensive Sprays. Es war ein sehr starkes Spray, ja, es hat die Nase richtig zerfressen, die Schleimhaut richtig kaputt gemacht. 10 Jahre lang? Ja. Was ist von der Nase übrig geblieben nach 10 Jahren Dauerbeschuss? Also nach dieser Tortur, sage ich mal, ist die Nase vollkommen ausgetrocknet. Es haben sich nur noch Krusten in der Nase gebildet und es war total unangenehm. Es hat immer geblutet. Und es gab eigentlich kein richtiges Mittel dagegen, außer es wegzulassen. Ja, hast du es denn ganz einfach so geschafft? Ja, also ich habe es in etlichen Anläufen versucht und es fiel mir so schwer dadurch, dass ich nicht schlafen konnte. Ja. Und dann ist mir die letzte Flasche, die ich ausgerechnet an einem Sonntag hier hatte, zerbrochen. Ja. Und ich hatte keins mehr und konnte an dem Tag auch keins besorgen. Und dann habe ich es ohne versucht und habe jetzt 2,5 Wochen keins mehr im Gebrauch. Ach, so frisch ist das alles erst? Ja. Ach so, ich dachte, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Nee. Seit 2 Wochen bist du auf Entzug quasi. Richtig. Ist denn jetzt die Nase in den letzten 2 Wochen eigentlich dauerdicht? Nee, das war so die ersten 2-3 Tage. Ja. Und dann wurde das besser. Sie ist zwar immer noch, ich sag mal, zu 80% jetzt frei. Ja. Ja, aber immerhin, ne? 80% frei, ja. Also ich kann jetzt auch prima nachts wieder schlafen ohne diese Sprays. Hast du mit einem Ohrenarzt mal, mit einem HNO-Arzt mal darüber gesprochen, ob sich so eine Nase nach einer so langen Abhängigkeit wieder richtig regenerieren kann? Ja, das habe ich. Also der HNO hat gesagt, das wird ganz normal wieder, wenn es dauert halt nur. Mhm. Bis auch die Feuchtigkeit wieder aufgebaut ist. Mir ist ja mal jemand begegnet, der, ich habe das Stichwort gerade gebraucht, eine Stinknase hatte. Ja. Und das war für mich wirklich eine grauenhafte Erfahrung, weil es wirklich unvorstellbar gestunken hat. Mhm. Und da habe ich damals drüber gelesen, dass eine Stinknase auch eine Folge sein kann von zu langer Benutzung von Nasensprays. Ja, ich habe davon auch gehört. Davor hatte ich auch sehr Angst gehabt, dass das dazu kommt, weil mir viele Ärzte das auch gesagt haben. Ja. Und Gott sei Dank ist es nicht ganz so weit gekommen. Also, es ist ja ganz interessant. 10 Jahre Abhängigkeit und seit 2 Wochen bist du jetzt auf Entzug quasi und es funktioniert. Ne? Das kann ja denen, all denen auch ein bisschen Mut machen, die das, die auch so immer sprühen. Und man soll es einfach mal sein lassen. Vielleicht ist es die ersten Tage ein bisschen unangenehm, aber dann geht es. Sind die Krusten aus der Nase raus? Die Krusten sind alle weg, ja. Ja, ist doch toll. Ist toll, ja. Also, dann nur weiter so, Martin. Jo. Ne? Alles Gute. Okay, danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. HNO, Hals, Nase, Nasen oder Nase, Ohren. Darüber möchte ich gerne mit euch reden, über diesen ganzen großen Bereich, was da alles
bei euch schon passiert ist oder was da stattgefunden hat an Krankheiten, an Erotik, an Skurrilitäten, an Angewohnheiten, was ihr vielleicht auch schon gehört habt, was ihr nicht hören solltet, was ihr gerochen habt, was furchtbar war und so weiter. 0800 220 50 50. Es geht weiter mit Jan. Jan ist 39. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Jan. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich habe etliche Operationen durch, und zwar 14 an meiner Nase. 14 Operationen an der Nase. Es beruhte auf einen schweren Verkehrsunfall im Ausland. Und da hat es mich dermaßen schwer erwischt, dass ich eine Mittelgesichtstrümmerfraktur hatte. Wie hat man sich das vorzustellen? War die Nase völlig platt oder wie? Ja, es ist so, der Dachholm des Autos ist in meinem Gesicht gelandet, weil er eingedrückt war. Dementsprechend kannst du echt zu deiner Nase fassen, die Mitte. Und diesen Bereich hat es getroffen. Und somit war auch der Oberkiefer abgerissen, ja. Und mein Gesicht war nach unten gerutscht. Mit einer riesengroßen Klaffung, ja. War denn von der Nase überhaupt was übrig geblieben? Es war was übrig, aber es ist nun mal in Drittland passiert. Und man hat dort... Im Drittland? Wo ist es denn passiert? Ja, in der Karibik, ja. Ja. Und ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil mir garantiert irgendwelche Leute zuhören, die mich kennen, ja. Ja, ja. Und es ist halt so, ich bin ein bisschen stolz, dass ich das alles überlebt habe und dass ich einen eigenen Glauben zu mir gefunden habe, dass ich das überleben werde. Also wenn so ein schwerer Unfall in einem fernen Land, sage ich mal, passiert, ja. Und man nicht gerade in einem Land ist, was hochzivilisiert ist, genau, das ist dann steht man ja erstmal sehr schlecht da, glaube ich, ne? Es war auch der Blutverlust. Gerade oberhalb des Körpers ist der höchste Blutverlust des Menschen. Und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, entweder hat Gott gewollt es oder hat gesagt, du gehst doch nicht, du hast doch eine Funktion hier zu erfüllen. Oder so. Dieser Unfall hat vermutlich auch irgendwo auf einer Landstraße stattgefunden? Ja, es war eine Straße, die weggespült worden ist. Ja. Und zwar aus den Bergen heraus hat es tagelang geregnet. Dieses Wasser hat das halt so weggespült, wenn man das wirklich mal so sieht. Ja. Das heißt, wie lange hat es gedauert, bis du dann medizinisch versorgt worden bist nach diesem schweren Unfall? Ich lag ja sofort in Koma, ich war besinnungslos. Also es hat mindestens 2 Stunden gedauert, bis man mir geholfen hatte. Wie viel? 2 Stunden? Der nächste Ort war auch 40 Kilometer entfernt. 2 Stunden? Ja. Ja. Und plus gut, dass jemand Deutsches in der Nähe war, mit dem ich diese Tour gefahren habe. Und hat mich sofort erst ärztlich versorgt, von sich selber aus, Erste Hilfe. Und ich habe es überlebt, ja. Und er ist im Anschluss nach Miami geflogen damals und hat Blutkonserven geholt, weil es halt in dieser Region nichts gab. Ja. Das heißt, du bist dann in der Region medizinisch notversorgt worden und dann irgendwann, als du stabil warst, ausgeflogen worden nach Amerika? Nein. Ich lag dort, ich kann es nennen, okay. Es ist die Dominikanische Republik und ich lag dort in Santiago zur Ersten Hilfe. Und man hat mir alles rausgenommen, in dem Sinne, das Nasenbein, obwohl es vielleicht noch operationsmäßig funktioniert hätte, ja. Aber die Unkenntnis der Ärzte ist dazu so hoch, ich kann das nur so sagen, ja. Dass man erstmal die Wundversorgung so angesehen hat, dass man das entfernt, was weggesplittert war. Und die Narbe, die sich von Nase bis zum Ohr gezogen hat, zugenäht hat, sodass die Blutstillung stattgefunden hat. Wie lange hast du dann da in dem Krankenhaus gelegen? Also ich war im August verunfallt bis September. Und bist dann aber weiter versorgt worden? Mit Notflug nach Deutschland gekommen. Das heißt also, wenn du von Anfang an besser versorgt worden wärst, wäre dir vieles erspart geblieben. Kann man das sagen? Ja, man hätte bei der Erstversorgung, wie es in Deutschland ist, das Gesicht nach oben gezogen, so wie es abgerissen wäre, ja. Wie man ein Blatt Papier zerreißt, kann man auch wieder irgendwie mit Betesa kleben. So wäre das auch passiert, aber dort hat man die sämtlichen Splitter rausgenommen aus der Nase. Genau. Und du konntest feststellen, nach der Nasenspitze war ein tiefes Loch. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, 14 Mal an der Nase operiert. Ja, schade, dass wir jetzt kein Bildtelefon haben oder sowas. Wie sieht die Nase jetzt aus? Sie hat so eine leichte Schwungnase und früher hat man eigentlich zu meinem Gesicht gesagt, also ich will nicht eingebildet sein, so John Travolta-mäßig. Ja. Ja, ich sah irgendwie. Aber ich habe es so verstanden, dass die Nase quasi weg war. Hat man die jetzt künstlich aufgebaut? Oder künstlich aufgebaut, indem man erst die Wangenfraktur hochgesetzt hat, so das anatomische Bild wieder stattgefunden hat, weil es war ja nicht nur die Nase abgerissen, sondern die Augenschale war mit hinuntergerissen. Boah, klingt das krass. Was musst du Schmerzen ausgehalten haben, Mensch? Das hält man irgendwo aus. Ich weiß auch nicht warum. Man glaubt an sich selbst und sagt sich, es muss irgendwo weitergehen. Woher sind denn jetzt die Knochen genommen worden für die neue Nase? Aus dem Becken. Aus dem Becken. Aus dem Becken ein Stück weggeschnitten, das merkt man auch nicht groß. Ja. Das war eine Narbe wie beim Blinddarm hier so. Ja.
Und dann weitergehend der obere Rippenfrack, also obere Rippenteil rechts und dann links. Man hat von jeder Rippe ein Stück Wirbel weggenommen, ja. Insgesamt, wie viele Monate bist du mit dieser Sache beschäftigt gewesen? Jahre. Seit 99 bis jetzt. Also, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde mir das auffallen, dass da was vorgefallen ist? Dir vielleicht nicht so, ja. Weil es ist unwahrscheinlich, was die Ärzte können hier, ne? Ja. Also du würdest durchaus sagen, du siehst passabel wieder aus. Man hat das ganz gut... Passabel nicht, also ich habe zum Beispiel auch schlecht zu Frauenanschluss und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich krass, wenn du vorher ein sehr gut aussehender Mann warst und dann so eine ganz andere Welt jetzt erlebst. Man steht echt zwischen Leben und Tod da, ne? Ja. Die andere Seite ist an sich zu glauben. Und ich hatte damals auch schon diese Sache gehabt, was willst du jetzt hier noch? Spring vom Balkon und das Ding ist gegessen, ja. Jan, wenn man sowas, wenn man so haarscharf auch wirklich dem Tod da von der Schippe gesprungen ist, machen dann solche kosmetischen Probleme einem überhaupt noch zu schaffen, wie heute? Oder sagst du, es ist mir egal, wie ich aussehe, Hauptsache ich lebe? Ich kann jeder sagen, dass es mir egal ist, weil die Welt jetzt ja selbst und überhaupt jetzt ist ja so gestaltet, wie soll ich sagen, die ist festgefahren, ne? Einfach ein Sinn für Menschlichkeit, das ist schon mal abhanden gekommen. Du meinst, es ist alles konzentriert auf Äußerlichkeiten? Ja, das ist und das merkt man dann natürlich ganz besonders. Vor allen Dingen medienorientiert, wenn ich die Schönheitsoperation sehe, ich kann da nur lachen, ja. Wenn jemand die Nase machen lässt. Das glaube ich wirklich. Wenn jemand sowas hinter sich hat wie du, und wenn man dann im Fernsehen sieht, dass sich jemand die Nase, nur weil sie ein bisschen krumm ist, irgendwie richten lässt und hochkomplizierte Liftings machen lässt, denkt man wahrscheinlich, die haben einen Ratsch im Kopf. Anatomisch sind wir ja so geformt, unsere Nase muss so sein, wie sie ist. Mhm. Erstens wegen den Luftholen, wegen dem Volumen, ja. Mhm. Der Volumenstrom muss gegeben sein. Wenn der verändert wird, ja, passiert es halt dazu, zur Krustenbildung und zur Stinkerei oder sonst irgendwas. Das kann halt passieren, ja. Jetzt frage ich dich aber nochmal. Das ist mir gerade nicht richtig klar geworden in deiner Antwort. Ist so viel Dankbarkeit bei dir da, dass du lebst, dass dir das doch relativ egal ist, wie du aussiehst? Oder jetzt, nachdem du stabil gesundheitlich bist, leidest du doch seelisch darunter, dass du nicht mehr so schön bist wie vorher? Man hat mir gesagt, ich habe eine unheimliche Ausstrahlung und kann auch Menschen mitreißen, ne, die sehr runtergerissen waren. Ja. Ja. Es war auch so im Krankenhaus, es waren massive Fälle neben mir. Ja. Und ich habe auch den Lebenswillen da wieder vermitteln können dadurch. Ja. Und ich selbst habe halt das Schlimme erfahren und ich stand da vielleicht damals zu hoch über den Punkten, ja, Schönheit und so weiter. Mhm. Aber ich selbst kann das jetzt in gewissem Maß wegstecken. Mhm. Jedoch, man schaut sich seine alten Bilder an, ja. Und dann kommen die Erinnerungen und dann kippt man irgendwo ab, ja. Verstehe. Ist das denn jetzt so von den Funktionen auch wieder hergestellt? Die Nase war völlig weg, es war alles vertrümmert, es war kaputt. Jetzt ist da wieder eine Nase. Kannst du mit der auch riechen? Funktioniert das? Ja, es ist ja, wie soll man sagen, die Sinne selbst, die sind dadurch nicht abgekappt oder sonst irgendwas, sondern die sind wieder zusammen verbunden worden. Mhm. Und mein Ärzte haben auch gesagt, ich habe irgendwie ein Wunder in mir, ja, ja, dass halt die Sinne nicht verloren gegangen sind. Ja. Aber das Nächste ist halt die ganzen Nebenhöhlen, ob das jetzt die Augenabläufe sind, ja, oder die Kanäle, die Tränenkanäle, ja. Mhm. Der Tränensack ist abgeschnitten sozusagen gewesen. Mhm. Man hat mich auch an diesem Tränensack zweimal operiert, um wieder eine Verbindung herzustellen. Also ein ganz komplexes Ding. Ganz komplex. Jetzt? Wie ein zerrissenes Blatt in vielen Teilen, ja. Sind jetzt alle Operationen abgeschlossen oder steht noch mal irgendwas? Eine habe ich noch im April jetzt. Ja. Und was wird da gemacht? Ich erhoffe mir, ja, und zwar der Nasenrücken wird aufgebaut und noch die Innenhöhle, ja, jetzt noch wie so ein Loch ist, ja, die wird durch ein Rippenteil wieder hochgesetzt, dass meine Nase praktisch hochgeschoben wird, ne? Und dass ich wieder keine Schwungnase habe, eine normale Nase wie du, ja. Ja. Also klingt schon für einen Laien schon alles sehr kompliziert und auch, ich sag's nochmal, sehr schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, gerade wenn man ein Stück Rippe rausbekommt oder Becken, das zerrt unheimlich. So, diese Operation ist im April, sagst du, also nächsten Monat. Dann werden dir jetzt ganz viele Leute die Daumen drücken, dass diese letzte und die letzte Operation auch gut über die Bühne geht. Ich kann einfach nur daran appellieren, ja, wenn man Leute auf der Straße begegnet, die halt anatomisch etwas anders sind oder den Sinnbildern nicht entsprechen, ja, dass man sie auch toleriert. Ja, jeden kann das. Was für eine Frage. Natürlich. Das gibt es aber zu oft. Natürlich. Weißt du, wenn du irgendwo weggehst. Ich habe mich nie getraut, irgendwie in eine Diskothek zu gehen oder sonst irgendwas. Ja.
Man hat mich stets starr angeschaut. Mein Gott, was hat der? Und dann auf einmal habe ich meinen Mund aufgemacht, ja, und die wussten ganz genau, ich bin ein normaler Mensch, mit mir kann nur ein Unfall passiert sein, ja. Ich finde ja auch, dass man in der Öffentlichkeit, in den Medien, hier bei uns im Fernsehen beispielsweise, dass man viel öfter auch konfrontiert werden sollte mit Behinderungen aller Art. Es gibt sodass das mehr eine Normalität wird. Ja, es gibt viel zu viele fiktive Leute, ja. Ja. Und die gegenüber Abnormen ganz blöd dastehen, ja, aber sie wissen gar nicht, was sie sich selber antun, ja. Indem sie den anderen ausgrenzen. Deswegen, das ist jetzt, geht in eine ganz andere Thematik, bedauere ich es sehr unter anderem, dass Wolfgang Schäuble nicht Bundespräsident wird. Ich respektiere diesen Mann aufs Höchste und hätte es auch sehr, sehr toll gefunden, wenn ein Behinderter der erste Mann im Staate geworden wäre. Wenn ein Behinderter Bundespräsident geworden wäre. Das hätte ich richtig gut gefunden. Und schade, dass in diesem ganzen Geschacher in der Politik dieses jetzt alles nicht stattfinden wird. Das Eingreifende ist auch noch diese Gesundheitsreform. Man hat überhaupt gar nicht an wirklich Menschen gedacht, die so effektiv Jetzt kommen wir in ein ganz anderes Thema. Ja, logisch. Ich drücke die Daumen für die OP im April. Domian, danke für deine offene Diskussion. Gell? Alles Gute. Ciao, tschüss. Danke. Es geht weiter mit unserem Thema HNO, Hals, Nase und Ohren und mit Jessica. Und Jessica ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jessica. Warum hast du angerufen zu dem Thema? Weil ich, also bei mir geht es um die Ohren. Ja. Und bei mir geht es darum, dass ich eine Fehlhörigkeit habe. Eine was? Eine Fehlhörigkeit. Eine Fehlhörigkeit? Genau. Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Ich habe eine Feenhörigkeit. Ich kann Feen hören. Aber so war es nicht. Also, das war Fehlhörigkeit. Fehlhörigkeit, ja. Genau. Was heißt Fehlhörigkeit? Es heißt das, dass ich alles doppelt so laut höre. Jetzt mich auch? Ja, also ich weiß ja nicht, wie man normal hört. Also ich höre ja von Geburt an, höre ich alles doppelt so laut. Aber woher weißt du, dass das doppelt so laut ist, wenn du den Vergleich nicht hast zu dem anderen? Weil es bei mir mit 3 oder 4 Jahren festgestellt wurde. Mhm. Und das liegt daran, dass mir eine Gehirnflüssigkeit fehlt, die man nicht ersetzen kann. Ach. Ja. Das heißt also da, wo es für uns normale, gesunde Menschen schon sehr laut ist, in einer Diskothek, auf einem Konzert oder so, ist es für dich die Hölle, oder wie? Ja. Mhm. Also wenn ich schon so weggehen will oder so, dann muss ich zwischendurch echt mal in einen anderen Raum gehen, wo es leise ist, damit ich mal wieder ein bisschen abschalten kann. Ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen lauter spreche, ein bisschen kräftiger spreche, merkst du das gleich? Zuckst du dann innerlich zusammen? Teilweise, also manchmal weiß ich das, wenn jemand lauter wird, oder aber andersrum zucke ich schon so ein bisschen. Von Geburt an, und das ist zurückzuführen auf diese Gehirnflüssigkeit, von der du gerade gesprochen hast. Genau. Beschreib noch ein paar Dinge aus dem Alltag, wo das für dich sehr schwierig ist, wo du das auch merkst und wo es belastend ist. Wenn zum Beispiel starker Wind ist, und ich mir die Ohren nicht schütze, dann kriege ich schnell eine Mittelohrentzündung oder Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen. Stichwort, lass mich mal gleich fragen. Die meisten von uns finden es toll, so am Meer spazieren zu gehen, wenn das Meer rauscht, wenn der Wind weht. Das ist natürlich dann auch laut, das hat einen hohen Geräuschpegel. Abgesehen davon, dass du Mittelohrentzündung bekommst, ist es für dich auch unangenehm, dieses Geräusch? Ja, bei Wind schon. Also mehr weiß ich jetzt nicht so. Aber beim Wind, dann verlasse ich schon fast gar nicht das Haus oder halt nur mit Mütze. Ja, ja. Mit Autos. Ja. Wenn die so aufgemotzt sind und so. Ich höre das schon von weitem. Ich gucke meine Freundin an und sage, ich weiß, dass da jetzt gleich ein Auto kommt. Mhm. Also ich höre das ja schon. Und Busse und... Stimmt, du bist natürlich ganz fehlhörig. Klingt so, als würdest du schlechter hören. Aber im Gegenteil, du hörst ja ganz viel mehr als wir. Ja. Ne? Du hörst ja schon, wenn man in einer Stille ist. Man stellt sich vor, man ist ja irgendwie im Wald oder so. Da würdest du ganz in der Ferne schon das Knacken hören, was ich noch gar nicht hören würde. Genau. Mhm. Es hat seine Vor- und es hat auch seine Nachteile. Sag noch ein paar Vorteile. Vorteile, ja. Also man kriegt schon mit den anderen Flüstern. Ja, stimmt. Sehr praktisch. Wenn die Leute irgendwie über dich was flüstern, dann stehst du still, spitzt die Ohren und hörst es schon. Genau. Das ist ja abgefahren. Ja, das stimmt, wirklich, ja. Und was noch? Die Vorteile, keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht sagen. Aber sonst so im Alltag, abgesehen von den Dingen, die wir gerade so besprochen haben, kannst du dich damit arrangieren? Ja, also nach den Jahren, ich habe mich schon so dran gewöhnt. Mhm. Es gibt so manche Sachen,
wo ich echt sagen würde, nee Leute, ich gehe jetzt. Oder zum Beispiel, ich würde auch gerne lange Haare haben. Ja? Kann ich nicht. Warum? Weil ich habe so dickes Haar, ich habe Locken. Mhm. Ich habe so dickes Haar, dass wenn die schon bis zu den Schultern sind, mhm, dass ich so Kopf- und Ohrenschmerzen kriege, dass ich froh bin, wenn die Ohren, wenn die Haare wieder ab sind. Aber warum? Man könnte doch jetzt denken, da sind die Ohren ein bisschen geschützter durch das Haar. Nein, aber dadurch, dass das Haar so dick ist, ja, und auf den Kopf auswirkt, kriege ich dann schneller Kopf- und Ohrenschmerzen. Ach so. Seltsam, kann ich nicht so richtig verstehen, aber wenn es dann so ist, ist es so. Ja. Nun könnte man ja sagen, so ganz profan jetzt, nur gut, wenn du so höher empfindlich bist, dann kannst du dir doch immer etwas ins Ohr stopfen. Ein bisschen Watte oder irgend so ein Stöpsel, dass der Schall quasi abgedämpft wird. Kann man das nicht machen, sowas? Ja, aber da läuft man schon gerne mit Watte in den Ohren draußen rum. Ja gut, es muss ja vielleicht nicht Watte sein. Da haben die Ärzte ja vielleicht irgendwie andere Mittel, was man da reinstopfen kann. Aber das machst du nicht, oder ist das nicht so vorgesehen? Mhm. Nee. Im Klartext, daran kann man nichts ändern, damit musst du leben. Genau. Das ist so. Kann das noch schlimmer werden im Laufe des Alters? Das weiß ich jetzt nicht, eigentlich nicht. Mhm. Also so wie ich weiß nicht. Eigentlich musst du doch dann jemand sein, der eine sehr große Sehnsucht nach Stille hat. Ja. Also nach Wäldern, nach Natur, wo man nichts hört oder ganz wenig nur hört. Habe ich direkt vor die Tür. Hast du direkt vor der Tür? Ich habe direkt einen Wald vor der Tür. Das ist gut. Wahrscheinlich wäre für dich ein Leben in einer Großstadt, wo ein ständiger Geräuschpegel ist, sehr unangenehm. Ja. Ja. Wir haben direkt an der Hauptstraße gewohnt früher, wo ich noch kleiner war. Ja. Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich habe hinterher ein anderes Zimmer gekriegt, weil ich nachts immer die Autos gehört habe, sofort wach war. Es war einfach nicht. Das war wahrscheinlich aber auch schwierig, dass deine Eltern das überhaupt mal bemerkt haben. Ne? Als kleines Kind konntest du es nicht sagen und du konntest es ja auch nicht sagen, weil du nicht wusstest, dass das unnormal ist. Genau. Wie haben die das irgendwie, wie sind die überhaupt der ganzen Sache auf die Schliche gekommen? Ich habe immer nachgefragt, also so durch die Nebengeräusche. Meine Mutter hat mir irgendwas gesagt und ich immer, hä, und was? Und meine Mutter hat die irgendwann nach 2-3 Jahren hat die dann gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Du verstehst mich kaum und ist dann halt mit mir zum Ohrenarzt. Aber du hättest sie doch noch viel besser verstehen müssen, weil du hast doch du bist doch nicht schwerhörig. Nein, aber dadurch, dass ich Nebengeräusche dann noch mehr höre. Ach so, die Nebengeräusche haben das übertüncht quasi, ne? Genau. Ja, ja, verstehe. Und dann nach der Zeit hat meine Mutter gesagt, was stimmt da nicht? Und dann sind wir zum Ohrenarzt und dann war ich auch im Krankenhaus zu etlichen Untersuchungen. Ja, und dann haben die halt gemerkt, dass da eine Gehirnflüssigkeit fehlt, die man aber leider nicht ersetzen kann. Jetzt habe ich noch eine Frage, was die Nacht betrifft. Schläfst du immer nachts? Gut, du wohnst am Wald, aber irgendwie gibt es ja auch Geräusche bei euch im Haus. Schläfst du nachts immer mit solchen Stopfen im Ohr? Nein. Nee. Also nachts, das ist erträglich bei euch da, wie du jetzt lebst und wo du wohnst. Ja. Ja. Das ist unsere Jessica. Jessica, die Frau, die sehr viel hört, viel mehr hört, als wir hören können. Genau. Aber du hast dich damit arrangiert und es ist nicht lebensbelastend für dich. Nein. Nee. Alles Gute. Man lernt nach der Zeit. Ja, und interessant, man kann ja auch die Vorteile auch auszuschöpfen versuchen, ne? Indem man vielleicht einiges mitkriegt, was die anderen Leute so über einen sagen. Ja. Ne? Alles Gute, Jessica. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch hinweisen auf einen Chat morgen. Und zwar gibt es ein Gehirn dieser Sendung. Das Gehirn ist mein Redakteur. Der heißt Wolfram Spekowski. Der stellt sich gerne morgen euren Fragen. Und zwar bei www.nachtlager.de. Da gibt es einen Chat von 22.30 Uhr bis 23.15 Uhr. Und da wird der Wolfram Spekowski, der Domian-Redakteur, sein und alles das beantworten, was ihr über diese Sendung und die Hintergründe und überhaupt schon immer mal wissen wolltet. Morgen bei nachtlager.de zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr. Ich sage es gleich nochmal, falls ihr das jetzt nicht so schnell mitbekommen habt. Zurück zum Stück, zurück zu den Hälsen, zu den Nasen und zu den Ohren. Und das heißt jetzt auch herzlich willkommen Jessica 22. Hallo Domian. Hallo Jessica. Da war ja gerade die Jessica, die besonders gut hört. Und jetzt kommt die Jessica, die besonders gut riechen kann. Die besonders gut riechen kann? Ja. Erzähl. Ja, sehr gut. Finde ich aber nicht unangenehm. Nee, das finde ich auch sehr spannend. Kennst du das Buch, das Parfüm? Nein, ich habe es nicht gelesen.
gewesen. Lies es bitte. Du wirst deine Freude haben. Als gut riechende Frau wirst du deine Freude haben. Von Patrick Süßkind. Also beschreib erstmal, was bei dir los ist mit der Nase. Also ich kann lange Zeit riechen, wer zum Beispiel in unserer Wohnung war, wer zu Besuch war. Ich erkenne meine Freunde an ihren Körpergerüchen. An den Körpergerüchen, nicht am Parfüm? Auch an Parfüm, aber auch an Körpergerüchen. Gut, an Parfüm kann man ja sagen, ist nicht so eine große Kunst. Wenn sich jemand einnebelt, dann ist halt in der Wohnung lange noch der Geruch. Ja, aber auch an Körpergerüchen. An Körpergerüchen auch? Ja. Wie lange kriegst du das noch mit, wer da in der Wohnung war, nur aufgrund der Körpergerüche? Das kommt an, wer da war. Wenn jemand sehr ungepflegt ist, aber dann schon so eine Woche oder so. Eine Woche sogar? Ja. Ach, eine Woche? Ja, aber die meisten Leute haben nur einen ganz leichten Körper. Gut, also wenn man jetzt einen normalen, wenn man schön frisch geduscht ist und einen normalen Körpergeruch hat, und ist bei dir, bei euch zu Hause, bei deinen Eltern, davon redest du? Nein, bei mir zu Bei dir zu Hause, bei dir zu Hause. War bei dir in der Wohnung? Wie lange hält der Geruch dann an? 2 Tage. Ach doch, so lange. Ja, schon. Das finde ich aber sehr, sehr interessant. Ja, erzähl noch Beispiele. Ich kann zum Beispiel auch riechen, wenn mein Sohn krank wird. Ich kann erkennen, ob er in den nächsten Tagen Fieber, Schnupfen, irgendwas in der Art bekommt. Und das kann man riechen? Mhm. Inwiefern kann man das riechen? Ich kann es nicht beschreiben, das haben mich schon viele Leute gefragt. Es ist ein bisschen süßlicher Geruch, Mundgeruch. Also, das könnte sein, dass der Körper dann irgendwas ausdünstet, was auf die Krankheit hinweist, was wir normalen Menschen nicht wahrnehmen, aber du riechst es. Ja, das riechen aber mehrere Menschen. Also ich habe da auch schon mit Menschen geredet, die das auch riechen können. Sag noch ein Beispiel. Ich kann Essen riechen. Ich habe zum Beispiel eine sehr große Aversion gegen Gurken. Aha. Kann auch lange riechen, wenn jemand eine Gurke gegessen hat. Ja, hör mal, da muss ich gleich unterbrechen. Das ist ein gutes Stichwort. Für dich muss doch Mundgeruch die Hölle sein, ne? Es ist alles erträglich, es ist alles im Rahmen. Ich rieche zwar, aber es ist nicht schlimm für mich. Aber du nimmst doch Dinge wahr, halt beispielsweise auch an Mundgerüchen, die andere gar nicht wahrnehmen. Und dich entsprechend dann belästigen aber. Nö, ich empfinde das nicht als Last eigentlich. Ah ja. Ah ja. Ja. Also du kannst Gurken riechen, sagst du? Ja, die ganz besonders. Wenn jemand die gegessen hat, oder kannst du die auch riechen? Nehmen wir mal an, du gehst in einen Supermarkt und bist noch 10 Meter von der Gemüsetheke entfernt. Im Supermarkt sind sie noch nicht aufgeschnitten, dann riechen sie nicht so arg. Ach so. Wenn sie aufgeschnitten sind, riechen sie stärker. Also bei uns zu Hause gibt es auch keine Gurken in keiner Form. Also Gurken sind die für dich ganz schlimm. Ja. Also wenn man ein Gurkenliebhaber ist, sollte man nicht mit Jessica befreundet sein. Genau. Ja. Erzähl noch. In der Schwangerschaft, als ich mit meinem Sohn schwanger war, konnte ich meinen Freund nicht riechen. Mhm. Da ist mir schlecht geworden, musste ich mich auch öfter übergeben. Ja, das hat mit der Schwangerschaft zu tun gehabt. Und ich denke so. Ist hoffentlich hinterher dann... Ja, alles wieder weg. Gibt es denn Gerüche, die du besonders gerne magst? So Naturgerüche, so ganz unbeeinflusst von Stadt und Straße. Also... Das mag ich gern, Schnee rieche ich gern. Schnee, ja. Blüten. Ja, Regen. Regen. Mhm. Es gibt ja auch so, das mag ich so gerne, so im Spätsommer, wenn man so, ich sage dann immer so für mich, ich rieche jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr den Herbst. Mhm. Kannst du das verstehen? Ja, dieses nass-kalt. Ja, irgend sowas, wenn man da nachts irgendwie aus dem Fenster guckt und so riecht es nie im Sommer. Plötzlich im September oder so fängt es an so zu riechen. Mhm. Ja. Ja. Was ist, so im Bereich Erotik, spielt da deine tolle Nase auch eine große Rolle? Eigentlich nicht. Dass du sagst, das muss so riechen oder bei dem Geruch gehe ich völlig ab oder bei dem anderen, gibt's das? Nein, also weder negativ noch positiv, beeinflusst mich eigentlich wenig. Wundert mich jetzt, wenn man so ein Nasengenie ist, dann läuft man doch irgendwie nur schnuppernd durch die Welt, ne? Und nimmt 1000 Sachen wahr. Ich glaube, das im erotischen Bereich ist das ja nicht noch so normal. Also ich mag Männerparfüms, Aftershave und sowas mag ich schon gerne, aber ich glaube nicht übermäßig, nicht mehr als andere Frauen. Ja. Magst du, nun sagen ja auch viele Frauen, dass sie den parfümierten Mann gar nicht so gerne haben, sondern dass sie den Mann als Mann riechen. Das ist bei dir anders? Nö, ich mag auch den Mann als Mann ganz gern. Auch? Riecht auch ganz gut, ja. Ja. Nun gibt es ja viele Untersuchungen, wissenschaftliche Tests und so weiter, dass der Achselschweiß des Mannes ein Sexualduftstoff ausströmt. Mhm. Weißt du das? Nimmst du das auch wahr? Ja. Das schon? Ja. Also schnupperst dann schon mal gerne in den Achseln deines Freundes. Ja. Ich stelle mir jetzt auch so vor, wenn man so eine feine Nase hat, dass man beispielsweise
Also wenn du über einen Markt gehst, muss es doch auch ganz interessant für dich sein, weil du ganz viele Dinge wahrnimmst, die vielleicht ein paar Meter weiter erst sind, oder? Ja. Ja, schon. Aber du gehst ganz relaxed damit um, ne? Ja. Also es war eigentlich noch nie sonderlich unangenehm. Ja. Außer halt in der Schwangerschaft, weil da kam die Übelkeit halt oft mit zu. Aber es ist ja nun auch sehr praktisch. Also Stichwort, du merkst, wenn dein Kind krank wird, du kannst das riechen. Ja. Das hat ja auch praktische... Mhm. Was ist eigentlich das, wenn du sagen würdest, wenn überhaupt das Lästigste daran oder das Unangenehmste? Oder kann man das gar nicht so sagen? Ich finde nichts Lästiges daran. Wann hast du, du bist 22 Jahre alt, wann hast du das zum ersten Mal gemerkt? Ich glaube, als ich von zu Hause ausgezogen bin in meine erste Wohngemeinschaft, da ist mir das aufgefallen, dass fremde Gerüche da waren. Ja. Dass jeder anders riecht, seinen eigenen Körpergeruch hat. Auch da wundere ich mich jetzt wieder, dass das für dich nicht belästigend ist, wenn da so andere Körpergerüche sind, die du vielleicht gar nicht so magst und dass du denen ausgesetzt bist. Also lästig, so mit Leuten, die mir bekannt sind, war es mir noch nie. Lästig sind mir höchstens irgendwelche Menschen, die unangenehm nach Knoblauch riechen zum Beispiel. Ach so. Aber auch nur bei Männern, bei Frauen zum Beispiel nicht. Achso, also Gurken und Knoblauch, damit kann man bei dir nicht mitkommen. Knoblauch, es ist eigentlich schon okay, aber es gibt extrem riechende Männer nach Knoblauch, die sind mir dann schon unangenehm. Wenn du deinen ultimativen Lieblingsduft, du hast gerade schon Beispiel gesagt, Schnee und Regen und so etwas, was würdest du sagen, was ist, wenn du das riechst, dann bist du richtig fast glücklich, dann geht das so durch Mark und Bein. Regen im Sommer, glaube ich. Regen im Sommer? Ja, das riecht sehr gut. Weißt du, wo ich austicke, wenn ich das rieche? Jetzt, bald im Frühling, das dauert noch eine Weile, im Mai ist das, wenn der Flieder blüht, das finde ich unglaublich. Also wenn ich vor so Fliederblüten stehe, da gerate ich von Sinnen. Ja. Also, die Jessica, aber du solltest bitte das Parfüm mal lesen. Das wird dir bestimmt gefallen. Ganz bestimmt. Alles Gute. Dankeschön, dir Tschüss, auch. Tschüss, Jessica. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Hals, Nase und Ohren. Und wenn ihr uns melden wollt, dann unter domian@wdr.de. Hier ist Rosemarie. Rosemarie ist 64. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Rosemarie. Also ich kann meine Vorrednerin ja nur beneiden. Ja. Inwiefern? Ja, ich kann also seit einem Jahr nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken. Oh, das ist unangenehm. Das ist mehr als unangenehm. Das glaube ich. Wie ist das gekommen? Durch eine Erkrankung? Ja, ich habe eine ganz starke Erkältung gehabt, so mit Nebenhöhlenentzündungen. Und dann habe ich so nach 3 Wochen gemerkt, als das alles wieder so zurückging, dass ich auf einmal nichts mehr geschmeckt habe und nichts mehr gerochen habe. Gar nichts mehr? Gar nicht. Also zuerst überhaupt nichts. Mhm. Gar nichts. Mhm. Ist egal, was ich esse oder was ich trinke. Also es hat alles gleich geschmeckt. Ja. Ist das mittlerweile ein bisschen besser geworden? Ja, inzwischen hat sich das ein ganz klein bisschen gebessert, nachdem ich ein ganzes Jahr lang von 8:8 gerannt bin. Und also ich kann jetzt so süß, extrem süß und extrem salzig. Das kann ich unterscheiden. Aber da muss es schon sehr extrem sein. Ja, also das, wenn ich bin eine leidenschaftliche Köchin, ich habe gerne meine Familie immer bekocht, aber... das kannst du jetzt gar nicht mehr, ne? Nein, wenn ich das so mache, dass ich schmecke, dass das jetzt genug gewürzt ist, dann kann ich es gerne essen. Ja, und das Riechen ist nach wie vor platt, da merkst du nichts. Ja, also wenn jetzt mehrere Raucher in einem Raum sind oder wenn stark gebraten wird, wo andere sagen, oh, das duftet, das stinkt für mich ganz fürchterlich. Ach so, es ist doch irgendwas, nimmst du schon wahr. Das ist inzwischen wiedergekommen. Das ist ein ganz furchtbarer, fauliger, oder ich kann das gar nicht beschreiben, ein ganz unangenehmer Duft. Also kann man sagen, dass die Sinne da durcheinander geraten sind, irgendwie, ja, die Wahrnehmung. Also ein Virus, der sich auf die Geschmacks- und Geruchsnerven gelegt hat. Mhm. So hat mir der Arzt es erklärt. Ja. Kann man das, hast du eine Hoffnung? Hat man die Hoffnung gemacht, dass das nochmal sich man hat gesagt, bis zu einem Jahr kann sich das wieder regenerieren. Aber nun ist es ja schon das Jahr, ne? Jahr ist um, und ich habe schon ganz viele Sachen gemacht. Also das letzte war jetzt Akupunktur. Mhm. Aber das hat auch nicht geholfen. Ich hoffe ja vielleicht, dass unter deinen Hörern jemand ist oder Zuschauern,
der vielleicht Ähnliches erlebt hat. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas, ja, was helfen könnte. Dann meldet uns bitte unter domian@wdr.de oder faxt uns unter 0800 220 5051. Ja. Gehen wir dann gerne an die Rosemarie weiter. Rosemarie, ich glaube, dass das eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität ist. Ne? Sehr, sehr. Vor allen Dingen, es macht auch sehr unsicher. Ich habe also ständig auch im Winter in der Wohnung meine Fenster auf, weil ich immer Angst habe, es müffelt vielleicht. Ja. Oder da merkt man, ich freue mich auch viel öfter als früher. Ich habe nie gerochen oder so, aber ich frage schon meine Kinder, also rieche ich auch nicht oder? Da merkt man erst, was für ein wichtiges Sinnesorgan die Nase ist, ne? Die bestimmt und tastet unser Leben ja ständig um uns herum ab, ne? Sehr. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man Angst hat, dass man irgendwie nach Schweiß riecht oder irgendwie sowas. Ja. Und außerdem ist es auch so, ich rieche auch nicht, wenn ich jetzt nicht in der Küche bin, wenn mir irgendwas anbrennt oder was. Also es ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, man könnte auch sagen, ich würde gar nicht riechen, wenn es irgendwo brennt wirklich. Ja, nein, das würde ich erst sehen, wenn ich Rauch sehe. Ja. Wie ist das denn jetzt ein Jahr so gut wie nichts geschmeckt? Dann hat man doch gar keinen Spaß am Essen. Nein. Man isst einfach nur, weil man essen muss. Ich mag auch nicht essen gehen und so. Nee, also ist klar. Gar nicht. Wozu auch? Nee, wozu? Mhm. Das ist ganz egal. Ich kann mir das Billigste kaufen. Also das ist egal, das braucht nichts Besonderes sein. Ich habe ja Hunger. Also. Ja, Hunger hast du. Da ist die Lust, besteht darin, den Hunger zu befriedigen. Ja, aber nicht das Kauen und... Nicht, dass man sagt, ach, war das schön heute Abend. Und so ist es mit Getränken genauso. Mhm. Also. Also ich glaube, es ist ja immer so, wenn man so auf die Welt käme, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn man einen Vergleich hat und weiß, und wenn du bist 64, du hast dein ganzes Leben mit Schmecken und Riechen verbracht. Ja. Was das bedeutet, ne? Sehr, also und ich habe auch immer gern im Sommer im Garten an den Gewürzen und an dem Lavendel gerochen und sowas. Das ist alles, habe ich letzten Sommer ständig gemacht, habe immer gedacht, oh, vielleicht rieche ich schon wieder was. Ja. So bei so extrem starken Gerüchen, so wie Lavendel. Ja. Welchen Geruch zum Beispiel vermisst du am meisten? Ein nettes Parfüm. Parfüm? Oder vor allen Dingen auch den Geruch von Blumen und Kräutern. Ja, Natur, ne? Ja. Und wenn du so an Essen denkst, was würdest du gerne mal wieder essen und es dann dabei auch richtig schmecken? Irgendwie... ein ganz leckeres Fischgericht. Ja. Oder auch ein leckeres Fleischgericht. Mhm. Also, es schmeckt auch, das Fleisch schmeckt alles furchtbar. So, gerade sowas, was extrem gewürzt ist. Mhm. Frikadellen oder sowas. Mhm. Oder, das hat einen ganz fiesen Geschmack. Ja, und du spürst im Mund eben nur die Konsistenz, ja, ne? Das ja, ist nur ja, so ein, so ein ja, Gedrücke ja, im Mund irgendwie. Ja. Aber es ist, also, alles, was ganz schwach gewürzt ist, das ist erträglich. Ja. Aber es schmeckt natürlich auch nach nichts. Wie ist das mit Getränken, zum Beispiel bei Alkohol? Den merkst du, kannst du auch nicht schmecken. Nee, trinke ich überhaupt nicht. Mhm, ja. Also schmecke ich gar nicht. Und schmeckt auch, also ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten mal einen Schluck Bier probiert. Ja. Schmeckt fies. Ja, du trinkst dann nur Tee oder Wasser, oder? Ja, ich trinke sehr viel Tee, Mineralwasser und... Kaffee trinke ich eigentlich nur in Gesellschaft so. Wobei du ja eigentlich auch gar keinen Tee trinken brauchtest, du könntest warmes Wasser trinken, das ist dasselbe. Ja, ne? Ja. An dem Tee schmecke ich eigentlich nur, wenn ich mir da Zucker reinmache. Das Süße. Ja. Aber dann muss es auch schon... Du hast gerade gesagt, es ist schwierig mit dem Kochen. Kochst du denn dennoch für deine Leute? Ja, das mache ich, aber wenn die zum Essen kommen, dann müssen die abschmecken. Ach so. Mhm. Ich bin also, weil ich eben vorher alles verwürzt habe, dann mache ich das jetzt so, man weiß das als Hausfrau so in etwa, was man früher, wie man das Essen gewürzt hat, aber ich mache lieber weniger und lasse dann... abschmecken. Also ich nehme das gerne nochmal auf, Rosemarie, wenn jemand unter so einer Krankheit auch gelitten hat und eine Lösung gefunden hat, wie es wieder regeneriert werden kann, bitte bei uns melden, reichen wir an die Rosemarie weiter. Ich würde es dir sehr wünschen und gönnen. Das würde mich sehr freuen. Dass du wieder ein schönes Schnitzel aus Steak mal essen kannst und es dann auch schmeckst dann. Ist natürlich, das muss ich auch noch sagen, es ist nicht... es ist ja keine schwere Krankheit, um Gottes Willen. Es gibt damit kann man leben oder muss man leben. Es gibt Menschen, die sind schwer krank. Ja. Oder der Jan, der zuerst gesprochen hat mit seinem Gesicht.
und so, das finde ich viel schlimmer. Aber natürlich. Trotzdem fehlt doch irgendwas. Klar, klar. Und es ist auch berechtigt, dass man dann sagt, dass man das vermisst, ne? Ja. Dennoch ja. respektiert man natürlich, dass es andere Leiden gibt, die schlimmer ja, sind. Natürlich, ne? Ist klar, natürlich. Ja. Ja. Rosemarie, also wie gesagt, wenn etwas kommt, reichen wir das gerne an dich weiter. Würde ich mich sehr freuen, das ja. Machen wir. Vielen Dank. Alles Gute. Jürgen, ja? Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Rainer, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Domian. Ja, guten hallo Morgen. Rainer. Hals, Nase, Ohren. Ganz kurz zu fassen. Ja, es geht um meine Ohren. Ab dem dritten Lebensjahr ungefähr hatte ich Mittelohrentzündung. Ja. Also die Trommelfelle wurden immer wieder aufgebrochen, vernarbten dadurch. Mhm. Dadurch stimmte natürlich die Belüftung zwischen Nase und Ohren nicht. Mhm. Und dadurch entstand hinter dem Trommelfell eine Feuchtigkeit, mhm. die den Knochen, der zum Gehirn hinführt, angegriffen hat. Mhm. Mein Hals-Nasen-Ohrenarzt hat mir vor 31 Jahren ungefähr gesagt, es muss behandelt werden. Mhm. Nur im Alter von 16, 17 Jahren missachtet man sowas natürlich nicht. Ja, ja. Man hört nicht auf die Leute, die da kompetent ja, ja. für sind. Und man hat auch keinen Bock drauf, ne? Ja, eben. Ja, ja. Man denkt einfach nicht dran. Mhm. So, nebenbei noch in der Disco gearbeitet, dann kam natürlich noch Lautstärke dazu und mhm. so weiter und so fort. Es kam also so weit, dass vor ungefähr 12, 13 Jahren fingen die Ohren an auszulaufen. Sprich also wie beim normalen Menschen die Nase läuft, ja. so hatte ich morgens das Kopfkissen voll Feuchtigkeit, ach. Was aus den Ohren kam. Also auch so ähnlich, so eine Art Schleim kam da raus? Ja, es oder? War also eine Dickflüssigkeit. Eine ja. War das, ja. Sah es eitrig aus oder durchsichtig? Das war eitrig und das hat auch... ich muss es jetzt einfach so sagen, sehr stark gestunken. Mhm. Ja. Es war also so ein modriger Gestank ungefähr. Mhm. Ich habe mich dann doch nochmal zu diesem Hals-Nasen-Ohrenarzt getraut, der also sehr kompetent war, muss ich also wirklich sagen. Mhm. Und er sagte mir dann, also vor ungefähr 10 Jahren, das nützt alles nichts, wir müssen erst die Nasenscheidewand richten. Ja. Dann haben die erstmal das gemacht. Was, die Nasenscheidewand? Die Nasenscheidewand, also mir wurde die Nase aufgebrochen, dann wurde die Nasenscheidewand abgehobelt mhm. und gerichtet, damit die gerade ist und die Belüftung zu beiden Ohren wieder so. Einmal frei war. Ja, das ist ja alles kompliziert. Es sind ja tausend Gänge und Schächte ja, wegen eben. Der Belüftung. Ja, mhm. eben. Ein halbes Jahr später wurde mir das rechte Ohr hinter dem Ohr her abgetrennt. Wie bitte? Das Ohr wurde abgetrennt? Das Ohr wurde abgetrennt. Das gesamte Ohr wurde abgetrennt? Nein, hinter dem Ohr. Wurde es abgetrennt und nach vorne geklappt. Ach so, ach so. Und dann aus einem kleinen Hautfleck wurde ein neues Trommelfell, also erstmal wurde das Ohr ausgeschabt. Mhm. Mhm. Und dann aus einem kleinen Hautfleck ein neues Trommelfell eingesetzt. Klingt aber auch. Das Ohr, bitte? Ja, klingt auch alles kompliziert, schmerzhaft und. Ja, schmerzhaft ist ja unter Narkose, man merkt mhm. ja nichts davon. Mhm. Und dann wurde das Ohr wieder angenäht. Mhm. Ein halbes Jahr später war es auf dem linken Ohr, ja. genau der gleiche Vorgang. Selbe also Prozedur? Ohr, bitte? Dieselbe Prozedur? Genau, ja. das linke Ohr auch wieder hinter dem Ohr abgetrennt ja. und auch wieder aus einem kleinen Hausfleck ein neues Trommelfell eingesetzt. Das heißt, du hast jetzt zwei neue Trommelfelle? Ja. Und die Ohren sind angenäht wieder? Ja. Und funktioniert denn alles wieder richtig? Nein, das ist ja das Problem. Ich höre jetzt auf dem einen Ohr 40% vom mhm. normalen Hörvorgang. Ja. Und auf dem anderen Ohr nur noch 20%. Ach so. Aber die Ohren wurden so weit ausgeschabt, also der Ohreingang, sage ich jetzt mal, mhm. wenn man sich mit einem kleinen Finger ins Ohr reinpackt, als wenn man es mal sauber machen wollte, mhm. da geht bei mir der halbe Mittelfinger, der halbe kleine Finger rein. Ach, das heißt, du stößt quasi mit deinem kleinen Finger ans Trommelfell? Ja, so wie du es jetzt zeigst. Ja. Noch etwas tiefer. Also noch etwas tiefer. Über das erste Gelenk ja. rüber. Ja, genau. So tief kannst du ins Ohr gehen. Genau, richtig. Und berührst du das Trommelfell, das neu gebaute Trommelfell? Nein, da komme ich erst gar nicht hin. Mhm. Und das Problem ist, mir wurden dreimal elektrische oder elektronische Hörgeräte, akustische Hörgeräte eingesetzt, mhm. die aber halt einfach nicht passen. Mhm. Der Akustiker hat nachher gesagt, er hat viel zu viel Angst, dass diese akustischen Geräte ins Ohr reinfallen ja, praktisch, ja. und er sie da nicht mehr rein rausholen kann. Rainer, ich wundere mich gerade, dass wir uns doch relativ normal unterhalten können. Was heißt relativ, dass wir uns normal unterhalten können? Ich höre dich sehr schlecht. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kannst du mich überhaupt richtig verstehen?
Nein, kaum. Ich möchte jetzt gerne das Fernsehen lauter stellen, aber dann gibt es ja Rückkopplung. Das geht nicht, ne? Das heißt, das ist schon sehr, sehr anstrengend für dich, das Gespräch. Jawohl. Ich drücke also das Telefon jetzt schon ganz fest ans Ohr, um dich überhaupt ein bisschen verstehen zu können. Ja. Ich folge also nur deinen Worten. Ja. Die sehe ich nur an deinem Mund quasi. Ja. Das Ganze ist jetzt, deswegen will ich mal ein bisschen noch deutlicher sprechen und den Mund genauer bewegen. Das Ganze ist passiert, weil du damals als 16-Jähriger zu nachlässig warst. Richtig. Hättest du das damals schon etwas machen lassen, wäre es gut gewesen. Richtig. Nur das Problem an und für sich ist, wenn ich mich jetzt mit einem Menschen wie dir und mir unterhalte, kann ich was verstehen. Hm. Wenn ich aber in einer Gruppe bin, mit vier, fünf oder mehreren Leuten, dann höre ich nur so Gerummel um mich. Ja. Und wenn das noch tiefe Töne sind, dann höre ich so gut wie gar nichts mehr. Und deshalb fühle ich mich natürlich immer irgendwie als Aussätziger. Verstehe, ausgeschlossen. Ja, genau. Und kann den Gesprächen nicht folgen. Wie ist es denn, wenn du alleine bist in der Natur? Kannst du dann so die Geräusche in der Natur, Vögel zwitschern und vielleicht kannst du alles nicht hören? Nein. Nein? Nein. Also gerade so tiefe Bassgeräusche oder so, oder ich sag jetzt mal, wie ein 30-, 40-jähriger Mann spricht mit einer etwas tieferen Stimme. Ja. Und wenn dann vier, fünf Menschen von dieser Stimmart her in einem Raum sind, dann höre ich gar nichts mehr und da fühle ich mich irgendwie belästigt und ausgesetzt. Ja. Und ich kann dem Gespräch nicht folgen irgendwie. Was machst du von Beruf? Ja, das ist das Dumme daran. Ich arbeite in einem Callcenter. Ja, und da sitze ich genauso da, wie du jetzt sitzt zum Beispiel. Ja, aber da musst du deine Kopfhörer doch volle Kanne aufdrehen, ne? Genau, das ist das. Also alle zwei Monate brauche ich neue Batterien in mein Headset. Ja gut, aber, auch aufhast. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so dumm, dann so einen Job zu machen, weil da kannst du es ja nur wirklich dir volle Dröhnung aufs Ohr setzen, mittels des Kopfhörers. Das ist der Vorteil dabei, dass ich die Geräusche der Mitarbeiter, die um mich sitzen, die sind isoliert, die sind weg. Genau, richtig. So, es sind schwere Operationen haben stattgefunden, künstliches Trommelfell ist eingebaut worden. Ja. Wir haben jetzt über die Misslichkeiten auch gesprochen. Ja. Besteht denn die Gefahr, dass deine Hörfähigkeit noch weiter absackt oder wird das jetzt so bleiben? Nein, das ist es ja eben. Denn ich merke das jetzt schon wieder, dass es immer schlechter wird und dass die Ohren auch wieder anfangen, ich sag mal, auszulaufen. Also dass auch wieder sich Flüssigkeit bildet. Oh je, also geht das immer weiter und immer weiter, das Ganze. Mhm. Ich warte jetzt auf eine technische Innovation, dass es da irgendwann was Neueres gibt. Mhm. Das hat mir auch der Akustiker gesagt, der die Ohren ausgemessen hat. Wir müssen einfach abwarten, bis dass es technisch was Neues gibt. Ich weiß nicht, wie lange muss ich da noch warten? Keine Ahnung. Also es muss irgendwas sein, was die dir dann da reinbauen in die Hörgänge und was auch nicht rausfällt und was kompatibel ist mit dem Ohr und so weiter und so weiter. Ja. Lieber Rainer, auch eine schwierige Sache, wirklich. Ich hoffe, dass die Technik eine schnelle Entwicklung nimmt und dass du bald noch in den Genuss eines solchen Gerätes kommst. Ich kann nur drauf warten. Ja. Mehr gibt es nicht. Alles Gute von Herzen, Rainer. Domian, ich danke dir. Auf Wiederhören. Schönen Gruß noch. Tschüss. So, jetzt nochmal unsere Adresse für den Chat morgen mit dem Domian-Redakteur Wolfram Spikowski. Das ist www.nachtlager.de und der Wolfram ist im Chat zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr. www.nachtlager.de. Henry, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Henry. Ja, mein Thema ist, wie eben bei einer Frau, die angerufen hat, die Nase. Ja. Nur, dass ich mich ziemlich schützen muss. Also ich erlebe das nicht nur als Glück, dass ich so gut rieche. Und als ich zum ersten Mal das Parfum gelesen habe, habe ich gejubelt und habe gedacht, juchai, da gibt's jemand, der ist wie ich. Ja. Also ich habe immer gedacht, das konnte ich ja keinem übersetzen, was ich empfinde. Also du bist jemand, der eine extrem feine Nase hat. Ganz genau. Für den es aber alles komplizierter ist als für die Anruferin vorhin. Ja, beispielsweise kann ich nicht eine Parfümerie betreten, da muss ich die Luft anhalten und die Parfümerie, wo ich mal was einkaufe, da gibt's ja auch Kosmetika, die nicht mit Parfum durchsetzt sind, die kennen mich schon, dann winke ich von draußen, dann wissen die, was ich brauche und dann wickeln wir das Geschäft vor der Ladentür ab. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Alltag erstmal von den Schwierigkeiten. Ja, also ich
erlebe zum Beispiel, dass ich eine Bäckerei betrete, das riecht schön nach Brot und dann muss ich wieder rausgehen, weil vor mir ein Mensch an der Theke stand, der eine Ausdünstung hatte, die ich überhaupt nicht aushalten kann. Und dann muss ich teilweise eine Viertelstunde vor der Tür warten, bis es sich wieder ein bisschen gelegt hat und dann kann ich das Brot kaufen. Und das ist eine Ausdünstung, die ein normaler Mensch nicht wahrnehmen würde? Also ich wundere mich, ich denke manchmal, entweder sind die so höflich hinter der Theke oder sie riechen es wirklich nicht. Mhm. Denn wenn ich hinter der Theke arbeiten würde, dann, ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten. Also wenn ich... Mhm. Nee. Aber das musst du ja sicher schon oft experimentiert haben, auch mit Freunden, dass du einfach Dinge dann auch riechst, die andere Leute mit einer normalen Nase nicht riechen können. Ganz genau. Zum Beispiel begegne ich Menschen auf einer Party und ich rieche schon von 1,5 Meter Entfernung, ob die Stress am Tag hatten, ob die sich wohlfühlen, ob die gesund oder krank sind. Meine Freundin, die fragt mich immer, geht's jetzt ohne Kondom? Weil ich rieche, wo sie in ihrem Zyklus ist. Und ach, das ist ja irre. Und das ist dann wiederum ein positiver Aspekt. Ne? Also du, ist ja nicht nur negativ. Du riechst, ob jemand krank ist. Du riechst, ob eine Frau im Zyklus ist. Ja, nicht ob, sondern wo sie im Zyklus ist. Wo sie im Zyklus ist, ja genau. Ja, klar. Ja, ja. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Also da habe ich mich auch noch nie vertan, noch nie im Leben, seit ich Kind bin, kann ich schon so riechen. Und, ja. Wie hast du es als Kind, in welchem Alter ist es dir zum ersten Mal aufgefallen? Ich glaube, als ich 12 war. Mhm. Ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, da habe ich, da waren wir vor der Tür, ich weiß nicht, 10, 20 Meter und ich habe meiner Schwester gesagt, was es zu essen gibt und die hat das überhaupt nicht gerochen. Ja. Ich habe es aber gerochen. Aber du musst doch dann wahrscheinlich auch eine sehr feine Nase, wie du es auch gerade angedeutet hast, schon hast, für Menschen haben. Ja. Das heißt, du nimmst Dinge, Gerüche an Menschen wahr, die andere nicht wahrnehmen können. Und somit ist das doch auch sicher ausschlaggebend für Sympathie oder Antipathie. Oh ja, das ist es wirklich. Es gibt manche Menschen, die ich von dem, was sie denken, was sie publizieren, was im Gespräch mag ich die, aber ich kann die zum Beispiel nicht umarmen, ich kann mich denen nicht nähern, weil mich das total abschreckt. Ich wäre jetzt äußerst verspannt, sage ich dir, und unsicher, wenn du neben mir sitzen würdest als mein Studiogast. Ja, wirklich. Dann würde ich das vielleicht gar nicht erzählen. Nee, dann würdest du es nicht erzählen, aber nehmen wir mal an, du würdest das erzählen. Ja. Dann würde ich die ganze Zeit denken, nimmt der jetzt an mir irgendwas wahr? Habe ich auch genug geduscht? Aber ums Duschen geht's ja gar nicht. Ne? Es geht ja um originäre Körpergerüche. Ja, genau, die habe ich auch lieber. Leute, die starke Parfums haben, die haben für mich eine Art Tarnkappe auf. Ja. Das mag ich überhaupt nicht. Da kann man zwar auch durchriechen, aber es ist doch relativ anstrengend. Ja. Und diese ganzen Parfumsachen mag ich nicht. Was ich mag, sind zum Beispiel Gewürze, alle natürlichen Gerüche. Genau. Ich habe zum Beispiel indisches Essen im Restaurant gegessen und wenn ich ein Essen rieche, dann weiß ich, wie es gekocht ist und kann es nachkochen. Nur weil ich es rieche. Ist das wahr? Du riechst ein Essen und kannst es nachkochen nur aufgrund des Geruches? Genau. Und zwar kann man sogar riechen, wie es gemacht ist. Also im indischen Essen ist ja oft so, dass die Sachen hintereinander und getrennt gegart werden und zum Schluss erst zusammenkommen. Mhm. Aber das kannst du nur bei indischem Essen? Nein, aber das mag ich besonders gerne. Achso, du kannst also auch ein gutes deutsches Essen, normales, genau. Wenn du das riechst, kannst du wissen, so die Roulade muss so lange gebraten werden und so gewürzt werden, das riechst du alles und könntest es dann so nachmachen. Ja, genau. Und das sind, wie gesagt, die positiven Sachen, aber nun kann man die Nase leider nicht schließen wie die Augen. Genau, erzähle noch mehr von den negativen Sachen. Genau. Und da gibt's eben häufig Situationen, das ist oft im Supermarkt oder wo viele Menschen sich ansammeln. Ich bin auch selten in Kneipen, weil ich kann Rauch auch nicht haben. Also das ist dann schwierig, aber ich kann mein Leben noch relativ danach ausrichten. Überhaupt Menschenansammlungen müssen für dich unangenehm sein, weil da so viele wahrscheinlich. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist das kann ich überhaupt nicht gut aushalten. Ja. Und dann, das hilft auch nicht, wenn man, manchmal sieht man das in Filmen, dass die Leute sich irgendwie so ätherische Öle oder die Nase schmieren, wenn sie sich Leichen angucken oder so. Mhm. Das ist furchtbar, weil das wird dann noch viel sensibler dadurch. Würdest du sagen, trotz aller Schwierigkeiten, bin ich sehr glücklich, dass ich so eine feine Nase habe? Also ich erlebe es schon auch als Belastung, aber speziell in der Partnerschaft ist es, glaube ich, nichts, was erotischer und schöner sein kann. Stichwort Erotik. Auf welche Gerüche fährst du besonders ab? Also jede Form von frischem Schweiß. Ich war auch früher mal Tänzer vom Beruf, wo also die Bakterien sich noch nicht drüber hergemacht haben. Ja. Das finde ich ganz angenehm. Und dann gibt es eben so, dass die Brust riecht zum Beispiel anders als der Rücken. Die Achseln riechen anders als die Scham. Und das alles, jede Körperregion hat eine ganz, ganz eigene Geruch. Das heißt, für dein sexuelles Erleben hast du noch viel mehr, als wir die Normalen haben. Nämlich der ganze Bereich des Riechens, was wir nicht riechen können, das kannst du dazu nehmen quasi zu deinem sexuellen Erleben. Ja, und das ist ganz toll. Das ist ganz toll, weil ich dadurch zum Beispiel auch wirklich spüre, an welchem Punkt jetzt zum Beispiel meine Partnerin gerade ist, ob die sich wirklich wohlfühlt. Ja. Die kann mir da nichts vormachen, denn die
die Körper dünsten das ja aus. Ja. Und ich glaube auch, dass auch andere Menschen, wenn sie ein bisschen bewusster damit umgingen, etwas darüber lernen könnten. Aber vielleicht tun wir das nicht. Kannst du auch, was die Anruferin vorhin geschildert hat, den Geruch eines Menschen noch lange, vielleicht über Tage in einem Zimmer wahrnehmen, der mal in dem Zimmer war, der Mensch? Also das gelingt mir nicht immer, aber ich kann jeden Geruch, den ich mal gerochen habe, im Gedächtnis speichern und mir den sozusagen nur aus Spaß wieder zum Riechen herstellen. Das kannst du, das kannst du so abrufen. Ja, ja, also das können wir ja auch nicht, wir Normalen, sage ich mal. Vielleicht die meisten können es nicht bewusst, aber wir gucken mit den Augen in die Zukunft und mit der Nase in die Vergangenheit. Es passiert doch häufig, dass Leute irgendwas riechen und plötzlich sind sie in der Küche ihrer Großmutter. Stimmt, ja. In dem Moment, wo man das riecht, stimmt, das reicht, ja. Aber ich kann das eben auch, ich kann mich auch erinnern, ganz bewusst an einen bestimmten Geruch. Und das ist vielleicht, wie für andere sagen, das ist unser Stück, unsere Musik oder so. Also was für andere die Musik ist, für mich der Geruch. Jetzt hast du gesagt, dass das ganz Tolle ist die Sexualität, weil ich da Sachen erschnuppern, erriechen kann, die machen mich, bereichern mich sehr. Neben der Sexualität, was ist noch irgendwie etwas ganz, ganz Fantastisches für dich? Also ich frage jetzt, ich stelle mir gerade vor, wenn du über eine Frühlingswiese gehst, musst du doch kollabieren vor Freude, weil es von allen Seiten duftet und... Ja, aber ich muss sagen, dass die floralen Gerüche, die Blumen und so, da gibt es ganz wenige. Also mich ärgert es immer, dass es immer nur so einen Rosenduft irgendwo gibt, wenn man den kauft. Es gibt so viele hunderte von Rosenarten und wenn man von einer ganz bestimmten Sorte ein Parfum machen würde, das würde ich mögen. Aber das wird ja alles durcheinander geschmissen und so undifferenziert und das finde ich ganz schrecklich, weil es gibt so viel mehr so viel mehr Gerüche, als es Worte gibt. Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach schwierig zu beschreiben. Also die Frage war jetzt, was ist neben der Sexualität noch dein Schönstes beim Riechen? Also das Schönste am Riechen ist, Früchte und Gewürze. Das sind so Sachen, da könnte ich mich wirklich reinsetzen. Und was ich auch mag, ich bin Weinliebhaber. Und ich muss nur einmal am Wein riechen, dann weiß ich, ob der gut ist. Ja, das glaube ich wirklich. Da bist du natürlich hoch bevorzugt. Ich habe gerade auch schon das Stichwort Mundgeruch gebraucht. Das muss für dich ja auch sehr schlimm sein, ne? Wenn jemand Mundgeruch hat. Ja, das stimmt. Aber die Menschen, die mich näher kennen, die wissen, wie ich bin und die sagen mir auch manchmal, bin ich okay? Und dann fragen die mich. Und dann meinen die eben auch solche Sachen. Bist du ehrlich? Ja, ja. Ja, das ist gut. Das ist bekannt. Am Anfang wärst du doof angeguckt, aber die Freunde und Bekannte und die Familie, die wissen das. Und die wissen dann schon Bescheid. Ne? Du kennst das Buch, über was wir gerade gesprochen haben. Ja. Du wärst ja dann eigentlich auch ein idealer Parfümeur. Ja, nur dass ich natürlich nicht das Elixier der Jungfrau durch Mord irgendwie machen würde, wie das in dem Buch jetzt ist. Nein, aber ehrlich, wenn du bei einer Firma arbeiten würdest, die Parfüms herstellt, ist das doch genial eigentlich. Ja, das kann schon sein, aber nun ist es so, dass ich, wenn ich beruflich riechen müsste die ganze Zeit, dann wäre ich überreizt. Ja, vielleicht. Ja. Also das würde ich nicht machen. Also ich arbeite mit Kindern, ich bin Lehrer vom Beruf. Ja. Und Kinder, also so von der ersten bis zur achten Klasse, die sind ja noch nicht in der Pubertät und haben noch diesen Kindergeruch. Aha. Die können also nicht... Also so nach der Pubertät fängt es erst an, dass man sozusagen die typischen Geschlechtsgerüche entwickelt, sodass es die Arbeit mit Kindern also geruchlich nicht so beanspruchend ist. Also bist du in Grundschulen tätig? Ja. In einer Grundschule tätig? Genau. Weil ich gerade dachte, oh Gott, der sitzt vor einer Klasse mit Schülern, vor 20, 30 Leuten, und der wird ja zugeballert mit Gerüchen. Nee, das geht. Aber das sind Kindergerüche, das geht dann. Ja, Kinder sind ja, das kennt man ja noch vom Babys, wissen ja alle, wenn man da dran schnuppert, die haben ja so eine ganz zarte, blumige, unspezifische Art zu riechen. Ja. Und das geht halt erst in der Pubertät los, dass sich das ändert. Sodass viele Kinder auf dem Haufen, die stören dann gar nicht, weil die sind so sanft, die haben was Weiches im Geruch. Was ich ganz zum Schluss noch wissen möchte von dir, Henry, lernt der Geruchssinn auch? Anders gefragt, je älter du wirst, wird es noch spezifischer, noch differenzierter? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass ich mittlerweile das besser beschreiben kann. Also dass die Fähigkeit zu riechen ist, glaube ich, als Kind oder auch zu schmecken, ist bei Kindern viel höher entwickelt als bei Erwachsenen. Aber man geht bewusster damit um, man kann es anders in Worte
bekleiden. Schmeckst du denn auch noch feiner als vielleicht ein normaler Mensch aufgrund der feinen Nase? Da gibt es ja nur die Zusammenhänge. Ich vermute ja. Also die Leute sagen mir immer, wenn ich mal irgendwann aus dem Schuldienst entlassen werden sollte, sollte ich ein Restaurant aufmachen, weil ich eben auch sehr gut koche. Also ich beneide dich sehr. Ich finde das ganz toll. Ich bin ganz begeistert. Sei mal nicht so neidisch. Es gibt auch negative Aspekte. Das ist mir völlig klar. Aber die positiven sind auch, glaube ich, nicht zu verachten. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und wünsche dir alles Gute, Henry. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. HNO. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir mit einer freien Themensendung wieder hier. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Die CDU hat sich in der Nacht auf den General...